So, mit etwas Startschwierigkeiten kriegen wir die Karre dann auch zum Laufen, die trotzdem ein fahrender Schrotthaufen ist. Das kann man nicht anders sagen, tut mir leid, aber ist so. So, wohin müssen wir? Wir fahren. Okay. Yeah, nicht doch. Lass mich doch mal hier. So. Ach Gott, ist die schwerfällig. Ja, also was ich vorhin mal sagen wollte, bei Vincenzo wurde ja von der MP geredet. Hier wird wenigstens mal zwischen MP und MG unterschieden. Ich finde das ja ganz schlimm, zum Beispiel, lass mich hier, bei Resident Evil 5 ist es ja so, dass man eine MP hat und das Ding wird MG genannt. Also da kommt mir die Galle hoch, wenn ich sowas lese. Weil es, eine MP ist kein MG, und ich meine, wenn man schon ein Spiel macht, wo es um Waffen geht oder um Schießereien, dann kann man auch soweit noch unterscheiden. Das finde ich doch, sollte dann schon der Anspruch sein, oder? Die Unterscheidung ist eigentlich ziemlich deutlich, finde ich. Während man beim MG mit großkalibrigen Patronen schießt, wird für die MP einfach nur Pistolenmunition benutzt, also 9mm Munition. Und ich habe festgestellt, dass ich da nochmal genau gucken wollte, was die exakte Abtrennung dafür ist. Das ist die exakte Abtrennung, dass für die MP Pistolenmunition benutzt wird. Habe ich festgestellt, es gibt sogar noch eine dritte Gruppe, und das sind die Maschinenkanonen. Und eine Maschinenkanone, ja, die hat Munition ab 20,0, beziehungsweise mit Sprengeinsatz. Und als ich mir das durchgelesen habe, da dachte ich mir echt, wow, was es alles für extrem effiziente Tötungswerkzeuge gibt. Dazu gehören dann solche Sachen wie die Vulcan-Kanone oder Gatling-Gun, ähnliche Sachen. Die zählen dann in die Kategorie Maschinenkanone rein, also Sachen, die man nicht mehr tragen kann, wo man definitiv ein Gestell für braucht auch. Und die einzigen Sachen, die man tragen kann, sind Miniguns, und die heißen so, weil sie verkleinerte Versionen der Maschinenkanonen sind, dass man sie gerade noch so mit Ach und Krach tragen kann. Und da habe ich da ernsthaft gelesen, die härtesten Gatling-Guns, die es gibt, die schaffen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, jedenfalls mehrere tausend Schuss pro Minute. Ich glaube, das waren 10.000 Schuss pro Minute oder was. Natürlich halten die dann nicht eine Minute lang durch, gerade vor allem deshalb, weil die dann einfach überhitzen, die Gewehrläufe. Aber wenn man sich das mal überlegt, innerhalb, dann, ich glaube, da stand irgendwas von einer Schusssalve von nicht mal 5 Sekunden. Nein! Nein, 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 das war nicht mit Absicht. Die interessiert das ja gar nicht. Da hat man dann eine Gewehrsalve von ein paar Sekunden bloß und hat dann mehrere hundert Schuss verballert. Und wenn man sich das mal überlegt, wie böse das ein Ziel zerreißen muss, gerade wenn man dann großkalibrige Munition hat, die dann auch noch Sprengsätze vielleicht drin hat und panzerbrechend ist, was das für Tötungswerkzeuge sind. Ich fand das echt schon erschreckend, als ich das gelesen habe, obwohl ich eigentlich, bin ich der Meinung, ziemlich abgehärtet bin, was so etwas angeht. So, wir sind da. Welcher Schuppen? Ja, egal, wir gehen jetzt jedenfalls hier hinten lang und schleichen uns an die Vögel ran. Und dann machen wir das auch so. Ach, das ist ja bloß einer. Ja gut, den kriegen wir auch so hin. Ziehen wir schon mal durch hier. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Na? Wartet, es ist Legen. Wartet, wartet. Der! Wunderbar. Supi. Und jetzt können wir ganz in Ruhe hier die Karren auseinandernehmen. Halt, Molotow-Cocktail ist schon richtig. Und da möchten wir ordentlich drücken, sonst verbrennen wir uns selbst, was wir hier fast geschafft haben. Und das war schon mal gar nicht so erfolgreich. War das... Moment. Ach so. Ich habe den aus Versehen weggelegt. So. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob die hier explodieren, aber damit hat sich das dann erledigt. Ich habe keine Molotow-Cocktails mehr, das ist schlecht. Dann müssen wir halt draufschlagen. Ist auch okay. So geht's auch, dauert halt bloß etwas länger. Das kommt davon, wenn man zu blöd ist, mit Molotow-Cocktails zu werfen.
Ihr seht schon, ich bin ein richtiger Pro und übelster Experte in solchen Spielen. Gerade die Verfolgungsjagd hat das wunderbar gezeigt. Ich konnte mich aber wirklich nicht daran erinnern, dass ich schon mal solche Probleme dabei gehabt hätte. So, Wagen zerstört. Weiter zu dem hier. Das sind brennbare Fässer. Okay. Die hätte ich eigentlich irgendwie mal mit in Brand stecken können. Das wäre lustig gewesen, bestimmt. Aber gut. Er hat doch irgendwas von einem Schuppen erzählt. Können wir hier rein oder was? Nö. Hier? Nee, doch nicht. Wer weiß. Vielleicht hier unten? Auch nicht. Ja, dann machen wir ja einfach kaputt. Whoa! What? Say what? Willst du mich verarschen? Nein. Ich war da noch gar nicht fertig. Und jetzt spinnen auch noch die Frames rum. Ich werde zum Vieh. Das gibt's da gar nicht hier. Womit habe ich das verdient? Nein. Lass mich mal hier. So, jetzt schleichen wir uns mal hier Ninjas-like an. Und dann kommt einer von denen hier um die Ecke und ich ziehe ihm eins über. Los schon. Oh Mann, was eine Scheiße. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Ach, da ist der andere. Lasst mich doch mal hier ordentlich agieren, Mensch. Ja, ist egal. Das war jetzt sinnlos. Ich glaube, da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Ja, das war ganz expertenmäßig. Schön, dass es jetzt wieder rund läuft. Also, ich bin gleich zurück. Also da das auch bei Mafia immer so extrem hackt, kann ich mir jetzt definitiv sicher sein, dass das Spiel unabhängig ist, sondern dass mein Laptop einfach zwischendurch irgendwie Scheiße baut und dann alles total ins Arge geht. Und komm, Ziel nehmen, Maß nehmen und zack auf die Rübe. Und jetzt mal ein bisschen schneller hier. Molotow-Cocktail und Ruf auf das Ding. So. Nochmal Molotow-Cocktail. Und Ruf auf das Ding. So, jetzt warten wir kurz. Ja, sehr schön. Explodiert noch einer? Ich will nicht gerade daneben stehen, wenn es passiert. Ja, egal. Sehr gut. Nicht, dass der hier explodiert. Ich habe irgendwie Angst gerade, weil der so am Qualmen ist. Ach, ich hau jetzt einfach drauf. So. Und dann schnell weg, bevor die Typen wiederkommen. So. Wagen zerstört. Sehr gut. Fahr zurück zu Sayeris. Die Tür machen wir wieder zu. So. Den Baseballschläger stecken wir... Oh, weg. Und wieder rein. Der Bolt Ace 4-Door, ja, ganz toll. Ich habe übrigens, als ich damals das erste Mal gespielt habe, habe ich nicht verstanden, was 4-Door und 2-Door heißen sollte. Irgendwann ist mir dann bewusst geworden, dass es 4-Türe und 2-Türe heißen soll. Aber wenn das so komisch geschrieben ist, dann erkennt man das gar nicht so schnell, wenn man es nicht weiß. Denn das ist ja hier definitiv ein 4-Türer, deswegen 4-Door. Und der Tudor, den ich damals als Tudor gelesen habe, also so wie die Tudors, die Königsfamilie, die englische, sind dann eben die Zweitürer. So, und an sich ist die Mission natürlich gar nicht schwer. Ich habe es trotzdem geschafft zu failen, das muss man erstmal hinkriegen. Und dann machen wir wieder gemütlich rüber zu Sayeris. Eigentlich brauche ich es zwar gar nicht, aber ich mache mal den Tempomaten rein. Denn die Kiste schafft es eh nicht auf 60 Meilen pro Stunde. Allein 60 Kilometer pro Stunde, Verzeihung. Von daher ist das vollkommen Wurst. Warum haben wir eigentlich keine Musik? Ich möchte Musik haben. Ja gut, dann nicht. Und Pauli war uns auch eine große Hilfe und ist auch extrem gesprächig hier wieder. Gut, hier den Hügel hinab schaffen wir dann doch mehr als 60 normalerweise. Aber das ist einfach mal der Hangabtriebskraft geschuldet. Und wir könnten jetzt... Ja, wir fahren hier... Ja! Nicht doch. So, haben wir uns erfolgreich gegen die Bahn gesetzt.
Wir können jetzt hier, denke ich, ja, wir nehmen hier vorne die Brücke da. Und nicht den Tunnel, der ist langweilig. Tunnel ist doof. Mensch, aber wie sich die Karre auch immer hier am Bordstein aufhängt. Da wird man direkt in so eine Führung reingesetzt hier. Ja gut, aber haben wir das jedenfalls auch geschafft. Und damit stecken wir jetzt endgültig drin im Mafia-Geschäft und haben unseren ersten Auftrag vollführt. Haben gezeigt, dass wir was können. Und damit geht ab jetzt das Verderben los, meine Freunde. Ja, das Qualmen, das bitte ich jetzt mal großzügig zu übersehen. Das ist eben so. Autos von damals haben grundsätzlich gequalmt, sagen wir es mal so. Glücklicherweise kommen wir später auch noch an ordentlichere Autos, die dann nicht halb stehen bleiben. Und ich hoffe, wir schaffen jetzt überhaupt hier die Schräge. Denn nachdem wir jetzt so ein bisschen angegungst sind, ist das nicht selbstverständlich. Wunderbar. Ja, hier kommen später auch noch richtig ansehnliche Autos. Und ich muss sagen, da sind welche dabei. Wenn die heute nochmal rausgebracht würden mit so einer Karosserie, dann würde ich die mir holen, ehrlich gesagt. Weil, also ich finde manche von den Karren wirklich extrem schnieke. Da gibt es schon so einige, die sind richtig hübsch. Wenn ich da an den Schubert Extra 6 oder wie der hieß, Schubert Special oder sowas hieß der, glaube ich, denke. Der war wirklich sehr schön. Oder der Crusader. Werden wir später aber alles noch sehen. Huch. Ich glaube, ich fahre falsch. Ja. Ja, egal, wir fahren hier vorne dann rechts. Gut. Hier können wir eh noch nicht weiter. Von daher bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als einfach mal hier rechts zu fahren. So, dann rechts, links, rechts und dann sind wir auch schon da. Schon ist gut. Und wir haben zu qualmen aufgehört, sehe ich gerade. Oder? Doch nicht. Wenn man vom Teufel spricht, dann qualmt er wieder. So, rum ums Eck. Lalala. Hey Pauli, wie geht's dir? Die Schubert 6 der Bullen, die finde ich zum Beispiel auch ganz okay. Sind jetzt noch nicht meine Ultra-Lieblingskarren, aber gehen schon. Ich habe aber festgestellt, ich habe mir vorher ein bisschen die Karren nochmal angeguckt, hier in der Autozyklopädie oder wie auch immer das Ding heißt. Ich habe aber festgestellt, dass mir die Viertüre generell viel besser gefallen als die Zweitüre. Und jetzt halte ich mal die Klappe, denn wir haben es ja jetzt geschafft und kehren wieder zurück aufs Gelände von Salieri's Bar. So, hin hier die Karre. Ausgestiegen und dann haben wir es auch schon geschafft. Unterruckeln. Können wir hier hinten gleich rein? Jawohl. Und damit ist die Molotow-Party abgeschlossen, liebe Freunde. Hier sind wir wieder, Boss. Ach, Leute. Großartig. Setzt euch. Lief alles glatt? Klar, Boss. Tom ist ein Naturtalent. Bevor die überhaupt kapiert hatten, was los ist, war es vorbei. Und bevor die sich erholt hatten, waren wir weg. Bestimmt kocht Morello gerade vor Wut. Wirklich? Freut mich zu hören. Mit ihm ist nicht zu spaßen. In diesem Fall willkommen in der Familie, Tommy. Du hast den ersten Test bestanden. Ist mir eine Ehre, und Sir. Wir haben ein neues Mitglied. Ich hätte ihn gern in der Familie, Boss. Man sieht, dass er keine Angst hat. Und er hat sich geschickt angestellt. Du hast mich nicht enttäuscht, Tommy. Darauf trinken wir. Danke. Ja, supi, pünktlich zum Ende der Cutscene werden die Frames wieder in Ordnung. So, und damit haben wir das erste Auto in unserer Werkstatt hinzugefügt, das wir von nun an immer benutzen können, wenn wir frei fahren. Aber da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, vor allen Dingen, weil die Karre so scheiße ist. Der Bolt Ace 4-Door in grün, der ist doch das letzte irgendwie. So, und jetzt kommen wir zur reinen Routine.